Das war jetzt nicht unbedingt das, was ich mir erhofft hatte, aber gut. Ja, also dass es doch recht schnell noch gegen Ende gehen würde, hatte ich mir schon fast gedacht beim letzten Mal. Ich fand es trotzdem cool, dass wir noch mal ein paar Abzweigungen hatten, auch wenn die immer recht schnell ins Leere führen. Da hätte ich mir, also ich würde mir für den Branching Mode ein bisschen mehr wünschen und ich glaube, das ist meine Kritik, die ich jetzt nach mehreren Branching Modes, die ich gespielt habe, mal abgeben kann. Ich würde mir sehr wünschen, dass manche Räume, ja, dass manche Räume, die eben viele Branches haben, hier bin ich falsch, die eben viele Branches haben, bin ich hier auch falsch? Nee, oder? Hier müsste ich dann richtig sein. Ja, genau. Viele Räume mit vielen Branches, dass man dahinter eben nicht hinter vielen Branches eben Items setzt und dann nur ein, zwei richtig, also Branches mit noch Durchgängen hat, sondern dass man quasi oft die Items hinter Räumen hat, wo nur ein Durchgang ist und keine Abzweigung. Das würde ich mir so wünschen, weil es wirkt dann immer so platt, wenn man dann halt in so einem großen Raum ist mit vielen Abzweigungen und dann geht man einfach drei Räume ab, hat drei Items gefunden und dann hat man noch zwei Räume, wo man weitergehen kann und einer davon ist halt der richtige Weg. Wäre to toller, wenn man dann tatsächlich alle fünf erst nochmal mit einem Durchgang versieht und dann, ja, halt nicht direkt weiß, wo man lang gehen soll und dann eben so ein bisschen überrascht wird. Also meine Spielweise ist dafür auch nicht optimal. Man sollte, glaube ich, wirklich, so wie der Branching-Mode jetzt aufgebaut ist, im Idealfall, wenn man schnell alles durchscannen will, immer einmal in einem großen Raum in alle Türen gucken, ob es da weitergeht oder nicht. Und wenn es nicht weitergeht, dann sollte man es einfach dabei. Ja, sollte man sich einfach das Item holen und direkt einen anderen Weg gehen. Ich mache es halt so, dass ich immer den ersten Weg, den ich mir aussuche, komplett bis zum Ende gehe. Was zeiteffizienztechnisch nicht unbedingt das Beste ist, aber wie gesagt, das liegt halt am Randomizer. Ich würde mir wünschen, dass er tatsächlich so aufgebaut ist, dass man eben mehr Durchgänge hat und dafür nicht so schnell erkennt, wo, ja, wo eine Sackgasse ist und wo nicht. Ich denke, das kann man so festhalten. Ansonsten, ja, es ist schon ein ganz ansprechender Branching Mode gewesen. Es war, denke ich, nicht der beste, den ich je gespielt habe. Also, wie gesagt, so ein paar Morphball-Rätsel oder Mockball-Rätsel vielleicht mehr oder ein Speedbooster-Rätsel mal, was man serviert bekommt, ist dann schon was Feines. Das kann man allerdings auch nicht von jedem erwarten. Also, wenn man wirklich das Optimale rausholen will, könnte man vielleicht den Speedbooster oder den Springball vielleicht auch fixen. Also fix setzen, damit er auf jeden Fall drin vorkommt. Forcen eben. Und damit dann quasi arbeiten. So, jetzt sind wir bei Mother Brain. Ich denke, wir haben alle Äste abgearbeitet. Wir kriegen keinen Ice Beam in einem Run. Was bedeutet, wir kriegen auch keine Metroids. Das ist was wir vielleicht auch festgestellt haben. Weiß ich nicht. Wir kriegen keine Metroids vorgesetzt, was durchaus interessant ist, weil es ist nicht unbedingt. Also habe ich bisher, glaube ich, auch selten gehabt, dass ich einen Branching Mode Randomizer komplett ohne Ice Beam hatte. Und natürlich dann auch ohne Metroids zwangsläufig, weil wir können sie ja nicht besiegen. Ja, und da muss man eben darauf achten, wenn man den Ice Beam dann noch nicht hat, dann kann es eben sein, dass man sich manchmal in eine Situation begibt, wo man nicht mehr zurück kann, weil man eben erst alle Metroids besiegen muss. Ich weiß nicht, ob der Randomizer das so macht, dass man dann trotzdem fair bleibt und quasi noch die Möglichkeit hat, irgendwie das zu schaffen. Aber ja, ist schwer zu sagen, wie der da eingestellt ist. So, an der Stelle würde ich sagen, widmen wir uns jetzt doch nochmal Mother Brain. Versuchen ihm ein bisschen in den Hintern zu treten. Das war übrigens ein sehr schneller Durchgang. Schaffe ich das ohne Schaden? Ich schaff's ohne Schaden bis hier hinten. Gut, mehr wollte ich auch nicht. Also, dass ihr denkt, ich schaffe Mother Brain ohne Schaden. Das ist vor allem ohne Screw Attack quasi ein Phänomen der Unmöglichkeit. Also, ohne Screw Attack würde ich mir das niemals zutrauen. Weil, ja, es sind einfach zu viele Sachen hier auf dem Screen. Aber gut, wir haben immerhin noch 51 Leben. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Ich bin mir da echt unsicher, es tut mir leid, aber Mother Brains Laser, ich hatte ja irgendwann mal Schiss, dass er mehr Schaden macht, aber der macht tatsächlich nur doppelten Schaden, also sechs Energietanks, wenn man den Varia-Suit nicht hat. Und wir haben den Varia-Suit, deshalb brauchen wir eigentlich kaum Angst zu haben. Ah, doch, wir brauchen ein bisschen Angst zu haben, weil die Sache ist, uns fehlt eben Plasma Beam zum Beispiel.
Was doch ein bisschen dafür sorgen könnte, dass wir wenig Schaden machen, aber ich hoffe einfach, dass die Anzahl an Missiles hier deutlich ausreicht, um Mother Brain genügend Schaden zu machen. Weil man kann ja wirklich hier, keine Ahnung, 40 Missiles reinkloppen, wenn sie einmal diese Kugel schießt oder so. Na, vielleicht 20, nicht 40. 40 wäre ein bisschen übertrieben. Aber so ungefähr passt es. Und ja, wenn er... Oh, jetzt macht sie schon das, okay. So, mal schauen. Jetzt machen wir nochmal den hier. Yes. Ah, mehr oder weniger. Yes. Immer auf deinen Kopf. What? Okay, es buggt gerade. Habt ihr es gesehen? Ja, man sollte allerdings... Das habe ich strategisch ein bisschen doof gemacht. Ja, das habe ich strategisch ziemlich doof gemacht. Ja, sie macht den Laser, sehr gut. Strategisch habe ich es ein bisschen doof gemacht, wollte ich sagen. Kriege ich nochmal... Bleiben die Dinger auf dem Screen? Na, schade, ich wollte es mal ausprobieren. Ich habe es ein bisschen dämlich gemacht, dass ich quasi erst alle meine Munition rausgespammt habe, weil clevererweise macht man es so, dass man ihren Explosivbeam quasi nicht so lange aushalten muss. Weil der Explosivbeam ist ziemlich eklig. Nichtsdestotrotz, ja. Es hat gereicht. Das war alles, was zählt. So, Baby Metroid rettet uns, wunderbar. Wieso spule ich eigentlich nicht vor? Wir kennen diese Situation. So. Mehr Leben für uns, bla 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 bla. Nein, Baby Metroid. Ja, irgendwann, die Dramatik verliert so ein bisschen an Wirkung, je öfter man sieht, aber... ich meine, ja, das Baby Metroid stirbt irgendwie immer, aber trotzdem ist es im nächsten Teil dann immer wieder da, also... also was heißt im nächsten Teil? Storymäßig nicht im nächsten Teil, aber wenn man das Spiel so oft spielt, es ist ständig wieder am Leben. und zieht uns ständig wieder Energie ab. Man sollte meinen, dass es daraus lernt, aber nein, es attackiert Somnus immer so lange, bis Somnus einen HP hat. Warum auch immer. So richtig lernfähig ist das Baby dann doch nicht. Aber gut, ja. Dafür muss es auch immer wieder sterben. Das ist so wie die Eintagsfliege, die ständig gegen die Scheibe fliegt und nicht merkt, warum sie wehtut. Also, würde sie uns einfach mal nicht angreifen? Na wohl, wenn es uns nicht angreifen würde, dann hätte es wahrscheinlich auch nicht die Energie, um uns wieder Energie zu geben. Also ist wahrscheinlich doch gut, dass es uns immer wieder angreift. Ansonsten hätten wir gegen Mother Brain eben nicht so viele Möglichkeiten. Das war falsch, was ich hier getan habe. Hier muss ich doch irgendwo rein können. Hier oben? Zum Beispiel? Nein? So, wir müssen irgendwo einen Raum finden, der nach rechts geht im Prinzip, um da die Tiere zu retten. Deshalb gucke ich jetzt erstmal die Räume nach rechts ab. Kann natürlich auch sein... Ne, ich glaube nicht, dass es sein kann, dass man hier einen Falschen erwischt. Die Räume nach rechts abzugehen ist für die Tiere retten wirklich immer am sinnvollsten. Der ist auch nicht besetzt. Interessant. Oh, die Suppe ist auch schon ganz schön weit. Wieso kann man hier eigentlich reingehen? Das wusste ich auch noch nicht. Ja, jein. Raum, der nach rechts geht, eventuell. Der geht nach unten. Ich muss eigentlich die Räume nach rechts gehen noch untersuchen, weil die Tiere... Ich will sie retten. Das Problem ist, es sind ganz schön viele Räume, die nach rechts gehen. Nämlich hier hinten der. Ja, der wird es wahrscheinlich sein, oder? Geht zu den Tieren? Ja. Rettung auf voller Linie. Ungerne wäre ich jetzt hier nach unten gegangen, weil das ist ein Abschnitt, der immer eine halbe Ewigkeit braucht. Höchst interessant auch, dass wenn man aus der Tür kommt, dass dann die Blöcke nicht mehr da sind. Aber wenn man hier aus der Tür kommt, dann sind die Blöcke da. Komisch. Übrigens wusste ich auch nicht, dass... Na doch, eigentlich hätte ich es wissen müssen, dass der durch Wände geht, der Hyperbeam. Aber gut, das hätte man wissen können. So, wir haben wieder keinen Speedbooster. Ich habe schon wieder vergessen, welchen Weg man dann gehen muss. War das der hier? Nee, der war es nicht. Das war ein Rundweg. Dann war es der hier. Der sollte nach Möglichkeit jetzt nicht in der Sackgasse führen. Dann ging es hier oben weiter. Nein. Ja, es ist immer wieder ein bisschen verwirrend, die Flucht. Aber wie gesagt, den Speedbooster hat man auch fast immer in einem Branching-Mode. Deshalb wundert es mich echt, dass wir den diesmal ausnahmsweise mal nicht bekommen haben. Und stattdessen eben so Sachen... Wow, das war komisch. Stattdessen eben so Sachen wie den Space Jump, der ja schon ziemlich overpowered ist.
nachdem man den Speedbooster auch meistens nicht mehr braucht, es sei denn, man kriegt eben Rätsel vorgesetzt, aber ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Raum mit den Mogtroids in Meridia bekomme, wo ich einen Speedbooster brauche, um weiterzukommen, dann muss ich den Speedbooster ja auch kriegen, dementsprechend ist es eigentlich ziemlich egal. Also jetzt dürfte es eigentlich den Schiffraum geben, genau. Sehr gut. Und da kommen wir auch da raus, wo wir nie rein konnten, weil wir alle drei... Ich glaube, alle drei anderen Durchgänge haben wir schon mal besucht. Ich glaube schon. Und das war's dann tatsächlich. Ja, war dann doch ein schnelleres Ende als gedacht. Das hätte ich vielleicht sogar beim letzten Mal noch... Nee, das hätte ich beim letzten Mal wahrscheinlich nicht mehr machen können. Ja, Ridley war eine harte Nummer. Und ich sage es immer wieder, Ridley ist eigentlich der schwierigste Boss. Also Ridley als Endboss wäre hier deutlich besser gewesen als Mother Brain. Mother Brain ist halt mehr... Ich sag mal... Eine Art Puzzle-Boss, also wirklich im entferntesten Sinne, dass man eben die richtigen Stellen attackieren muss und halt nicht einfach draufspammen kann. Aber wenn man weiß, was man tun muss, verliert man bei Mother Brain tendenziell nie viel Energie. Und das ist, glaube ich, das, was am Ende wiegt. Ja, von daher, also Branching Mode war eine coole Erfahrung mal wieder. Ich mag den Branching Mode, das ist, glaube ich, sogar mein Lieblings-Randomizer Mode, wenn ich es so sagen kann. Ja, einfach weil, ja, viel Möglichkeiten, wie die Räume aneinandergereiht werden können. Im Branching Mode natürlich auch noch mit verschiedenen Abzweigungen, wo man nie weiß, welcher der richtige ist. Wie gesagt, die größte Kritik ist halt mehr Durchgänge. Das Spiel braucht mehr Durchgänge. Und zwar immer dann, wenn an einem großen Raum direkt ein Item dranhängt. Finde ich das ein bisschen schade. Aber gut, auf der anderen Seite, wir haben jetzt auch nicht die besten, also wir haben so ein bisschen was haben wir gesehen, was der Branching Mode macht, also zum Beispiel mit dem Wavebeam, dass man erst zu einer Abzweigung kommt, wo man merkt, okay, hier brauche ich den Wavebeam, dann halt irgendwo anders weitergeht, um den Wavebeam zu sammeln. Aber es ist trotzdem noch leider recht nah daran. Also da würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass man eben vielleicht auch noch ein paar mehr Abzweigungen hat. Generell mehr Abzweigungen machen das Spiel, glaube ich, noch cooler. Insbesondere auch früher mehr Abzweigungen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber dass man halt die Abzweigungen eben sehr früh im Spiel schon sehr viele Abzweigungen bringt. Dafür dann auch sehr viele Situationen, wo man eben mit gewissen Items nur weiterkommen muss. Und die Items dann eben vielleicht auch etwas später im Spiel versteckt, damit man dann eben nochmal an den Anfang zurück muss und da dann weiter kann. So war es so, man hat eben zwei Branches die ganze Zeit oder drei Branches, an denen man weitermachen kann und immer arbeitet man eben nach und nach welche ab und wenn man zwei hat und einer funktioniert nicht, weiß man, was im anderen für ein Item liegt. Das ist dann halt ein bisschen schade. Also Optimierungspotenzial gibt es, aber ja, ich würde auch sagen, es ist gar nicht mal ein Optimierungspotenzial, was ich jetzt vorgeschlagen habe, was so utopisch ist umzusetzen. Also, ja, ich weiß nicht. Also, dass man quasi einfach den größeren Räumen früher im Spiel oder früher näher am Start vielleicht auch die Möglichkeit gibt zu spawnen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit und den Durchgängen oder den Sackgassen eben erst sehr spät die Möglichkeit dazu gibt. Oder eine kleinere Wahrscheinlichkeit am Anfang vom Spiel. So könnte es ganz gut werden, glaube ich. Aber ansonsten, ja, es ist natürlich auch Meckern auf hohem Niveau. Wie gesagt, das ist eigentlich mein Lieblingsspielmodus und manchmal hat man das auch, dass es ein bisschen nicht linearer noch wirkt als das, was wir jetzt gespielt haben. Und das ist dann definitiv eine wahnsinnig coole Sache. Ich habe mir sogar überlegt, noch zum Abschluss dieses Randomizers, weil das wird, also diese Randomizer-Typ, den wir jetzt spielen, der Root-Randomizer eben, der wird auch der letzte Randomizer sein, den ich vorstellen werde. Also wir haben jetzt noch zwei verschiedene Modi, die ich noch spielen werde. Und dann noch einen Run, den ich hinten dranhängen wollte, in den ich die Einstellung spiele, die ich für richtig halte. Die ich gerne so spielen würde. Weil das, was ich jetzt mache, ist eigentlich, um euch alles mal zu zeigen. So gesehen. Und ich würde euch gerne eben, wie gesagt, noch den Randomizer vorstellen, den ich am liebsten mag. Den ich glaube am meisten zu mögen. Weil ich glaube, ich habe da noch ein bisschen Optimierungspotenzial gefunden, allein schon anhand dessen, was wir jetzt gemacht haben. Ja, zu dem Vertauschen von Items kann ich auch nur sagen, ist eine schöne Sache. So wie es umgesetzt wurde,
Habe ich mir schlimmer vorgestellt, dass die Items eben an beliebigen Positionen spawnen können. Ist am Anfang ist es sehr langwierig. Wenn man eine Wavebeam hat, ist es cool. Und wenn man die Powerbomben hat, ist es auch cool, weil da kann man sich eben entscheiden, wie ich danach suchen möchte. Und das macht es dann zu einer recht coolen Sache. Die ich auch etwas unterschätzt habe, muss ich sagen. Ich glaube, ich würde dennoch lieber ohne die gemixten Items spielen, weil ja, so ein bisschen Anhaltspunkt hätte ich dann schon ganz gern. Wie gesagt, am Anfang ist es halt ein bisschen eklig. Das würde ich noch ganz gerne irgendwie rausseparieren. Nichtsdestotrotz war eine ganz coole Sache und wenn man den Wavebeam forst zum Beispiel, kann man ja auch sich überlegen, manche Items liegen zu lassen, bis man den Wavebeam hat und dann eben erst suchen oder bis man die Powerbomben hat. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Und dann eben manche Items liegen zu lassen, so hat man dann quasi nochmal so einen nicht-linearen Effekt, dass man erst die Powerbomben holt, dann zurückgeht und da, wo man zurückgegangen ist, dann eben mit den Powerbomben sich noch kleine Items holen kann oder vielleicht sogar auch noch ein großes. Aber wenn es ein großes ist, verlangt der Randomizer es wahrscheinlich zu früh ab und dann ist es wieder unnötig. Ja. Eine Sache noch, der Grapple Beam. Keine Ahnung, warum der in dem Randomizer drin lag. Er war vollkommen unnötig nach dem Space Jump. Ich weiß nicht, wie das Spiel sich gedacht hat, dass wir den einsammeln, aber im Grunde genommen, also wenn wir ihn wenigstens gebraucht hätten, um zum Space Jump zu kommen, okay. Aber man braucht den Grapple Beam immer an sehr wenigen Stellen und gut, es gibt einen Raum, den sie extra dafür gemacht haben, ne? Den hätten sie dann einbauen können. Das wäre vielleicht ein bisschen cooler gewesen, weil dann, ja, hätte man vielleicht noch so einen. Aha, ich habe den Grapple Beam-Effekt gehabt und nicht. Oh, der Grapple Beam, naja, ist nett. ja, aber zum Farmen hat es zumindest geholfen. Naja, an der Stelle, ja, das war's mit dem Branching Mode vom Root Randomizer. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder bei der 150 Room Challenge. Ich würde sagen, bis dann. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Macht's gut. Ciao.